WDR 5 Scala. Aktuelles aus der Kultur. Heute in einer Scala-Sondersendung am Ostermontag. Die Welt verändern. Jean Ziegler erzählt seinen Werdegang als radikalster Schweizer. In der Bibel sollte man nur die Bergpredigt lesen. Der Soziologe und Autor Jean Ziegler betont, dass er an Gott glaubt und die Menschen liebt. Doch den Kirchen steht er kritisch gegenüber. Für ihn zählt nur der tatsächliche Einsatz für die Armen und die Schwachen. Denn Hunger und Not gehören auch in Europa wieder zum Alltag. Aufklärungsfeindliches Denken gewinnt an Boden. Gleichzeitig verfügt die Menschheit erstmalig über ausreichend Ressourcen, Hunger, Krankheit und Tyrannei zu besiegen. Jean Ziegler, der seit Jahrzehnten Elend, Unterdrückung und Ungerechtigkeit anprangert, stellte während der Lit Cologne 2015 sein autobiografisches Buch »Ändere die Welt« vor und berichtete, was er mit seiner wissenschaftlichen und politischen Arbeit bewirkt hat. Durch die Veranstaltung führte der Journalist und Verleger Jakob Augstein. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie uns so freundlich willkommen heißen. Jean Ziegler. Bin ich. Ja. Das sind Sie. Ja. Und das ist das Buch. Ich gebe es Ihnen gleich, denn er wird ein bisschen was daraus bestimmt zitieren oder nachschauen wollen. Ich stelle Sie kurz vor, obwohl das wirklich nicht notwendig ist. Sie sind Soziologe, Sie waren Nationalrat, Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung der UNO. Jetzt sind Sie im Menschenrechtsrat. Sie haben unheimlich viele Bücher geschrieben. Vor allen Dingen aber sind Sie ein Radikaler. Und das meine ich als ganz großes Kompliment, wenn ich das sage. Wahrscheinlich sind Sie der radikalste Schweizer, den es gibt. Das ist nicht viel. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber Sie kämpfen seit Jahrzehnten unablässig, unermüdlich, unverdrossen für eine bessere Welt. Ich glaube, das kann man nur so klar und einfach formulieren. Und ich respektiere Sie dafür sehr und vielen Dank, dass Sie da sind. Sie wurden in Thun geboren, im Kanton Bern. Da war ich selber noch nie, aber ich habe mir Bilder angeschaut. Schön ist es da, sehr schön. Und von Thun zu den Favelas oder den Invasiones, wie das heißt, den Barriadas, den Elendsvierteln dieser Welt, das ist, glaube ich, eine maximale Entfernung, die Sie da zurückgelegt haben. Und als Sie 1936 in Thun geboren wurden, hießen Sie Hans Ziegler. Sie kamen aus einem großbürgerlichen Haushalt und Sie waren protestantisch. Und inzwischen heißen Sie Jean Ziegler. Sie haben sich Ihr ganzes Leben lang für die Armen eingesetzt. Und Sie sind katholisch. Trotzdem ist das die maximale Entfernung. Und darüber wollen wir reden, denn es geht in diesem Buch vielleicht noch mehr als in anderen Büchern, die Sie geschrieben haben, um Ihren Werdegang, um prägende Einflüsse. Darüber wollen wir sprechen. Und meine erste Frage an Sie, von der ich schon weiß, dass sie Ihnen nicht gefällt, ich stelle sie trotzdem, ist: Was bedeutet denn die Religion für Jean Ziegler? Die Antwort für mich ist einfach. Victor Hugo hat gesagt: Je déteste toutes les églises, j'aime les hommes, je crois en Dieu. Ich hasse alle Kirchen, ich liebe die Menschen, ich glaube an Gott. Punkt. Das ist die Antwort. Das ist. Ja. Also ich sage noch mehr, die Unendlichkeit ist in uns. Jean-Paul Sartre, der mich sehr, wirklich sehr geprägt hat und nicht nur einfach menschlich und mir sehr intellektuell mich ausgerüstet hat. Jean-Paul Sartre hat immer gesagt, tout mort est un assassinat, jeder Tod ist ein Mord. Weil wir ein Doppelleben führen, das Leben des Körpers, also alle 7 Jahre erneuert sich die Zellstruktur, dann verlangsamt sich dieser Erneuerungsprozess und eines Tages hört das auf und das physiologische Substrat des Bewusstseins, der Körper, der stirbt. Da gibt es einen natürlichen Tod. Aber das Bewusstsein hat eine vektorielle Geschichte. Die ist kumulativ
und für die Unendlichkeit bestimmt. Und jeder Tod, also jedes Wegfallen vom Körper, tak, ist ein Unterbruch, ein Angriff, ein Mord. Also er sagt, ein Assassina, ein Mord. Das Bewusstsein ist für die Unendlichkeit programmiert. Wir können ja, wir sind endliche Wesen und können die Geschichte denken, können die Unendlichkeit denken. Oder wie es der Augustinus gesagt hat, im Moment, wo wir auf dem Planeten ankommen, beginnt schon die Ewigkeit für uns. Das ist ganz mysteriös. Also das, ist, das hat zu tun mit der Religion. Aber ich habe das Wort nicht gerne Religion. Okay, dann lass uns jetzt über die Bibel reden. Nein, da bin ich ganz, ganz klar, dass außer der Bergpredigt soll man nichts lesen. Nein, das ist gefährlich. Ich sage das nicht ironisch, was da in dem Alten Testament steht, Rache, Zerstörung und... Nein, das hat... Religion ist nicht ein gutes Wort. Existenz, Glauben, Unendlichkeit, Auferstehung, darüber kann ich reden. Meinen Sie das ernst mit der Bibel? Pardon? Das meinen Sie ernst mit der Bibel, ja? Das meine ich ernst mit der Bibel, das ist gefährlich. Also, für den Glauben ist das gefährlich. Eine Fülle von Geschichten, von Gleichnissen. Konjunkturell geworden und großer Psalmen Vorrat sind, an Weisheit. Die Psalmen zum Beispiel sind wunderbar, aber die ruandesischen Viehzüchtergesänge, ich sage das, der Banyarwanda, die sind noch schöner als die der hebräischen Nomaden. Verstehen Sie? Der Papst. Nein, furchtbar. Was mit dem Papst? Auflösen. Nein, das ist eine Belastung. Auch der Jetzige? Der Jetzige auch? Ich habe ihn nie gesehen, aber er scheint ein anständiger Mensch zu sein. Aber ich sage, die Institution, ein Feudal, ist der einzige Staat, der nicht Mitglied der UNO ist. 194 Staaten der Welt, alle, also der letzte ist Südsudan, der zerfällt jetzt wieder vor 4 Jahren. Aber einer, der einzige, der nicht in der UNO ist, der jetzige Papst wäscht arm die Füße und fährt ein kleines, klappriges Auto. Na, und wenn er sagt, er möchte selber mal wieder im Supermarkt einkaufen, dann glaubt man ihm das sogar. Also so richtig. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind auf diesem Planeten. Alle 5 Sekunden. Und in diesem Feudalstaat, also diesem Vatikanareal, hängen Milliardenwerte von Michelangelo, von Raphael und so weiter, mit Tiaren, mit Gold und so weiter. Wenn dieser Papst erst einmal all das verkauft hat und das den Kindern gibt, die sterben, weil sie nicht Zugang zu Nahrung haben finanziell, dann können wir reden. Verstehst du? Dann können wir reden. Ist Polemik immer ein angemessenes Instrument in der Debatte? Also ist Polemik liegt Ihnen ja sehr, wie man merkt. Also ich komme ja aus der Schweiz. Das ist ein besonders verknorkstes Land. Ja, wunderschön von den Landschaften, wunderschön von den 4 Kulturen, wunderschön zum Skifahren. Also ich sage das wirklich. Nicht berühmt für seine Polemiker? Pardon? Nicht berühmt für seine polemische... Eben, Kultur. Aber wenn man da gehört werden will, also den nicht im eidgenössischen Sumpf, Konsenssumpf untergehen will, muss man schon deutlich reden und hin und wieder eine Scheibe einschlagen, damit überhaupt jemand zuhört. Und das ist milieubedingt, was Sie Polemik nennen, ja. Hier sollte ich distinguierter reden, natürlich, ja. Also. Ich habe eben gesagt, dass Sie aus einem großbürgerlichen Haushalt kommen. Beschreiben Sie uns doch mal, wie das so war, als Mittelbürgerlich? Ganz nicht so wie Sie, also Mittelbürger. Naja. Ja. Das ist keine Schande. Nein. Aber ich sage... Ist okay. Beschreiben Sie uns doch trotzdem mal, wie das damals war. Hatten Sie da lauter Angestellte, die Ihnen immer so den Porridge gebracht haben? Das sind Sie. Nein, jetzt, stopp. Ich bin alleinerziehende Mutter. Also ja, wir wollen nicht zu weit jetzt in die Vergangenheit gehen, sondern wir wollen ja über Sie sprechen und über Ihr Buch, was Sie geschrieben haben und über den Lebensweg, den Sie hinter sich gebracht haben. Und ich will einfach nur, weil Ihr Vater war Gerichtspräsident in Thun. Oberst, ja. Da wächst der kleine Hans auf. Später geht der große Jean aber durch die Favelas. Und jetzt... Verstehen Sie, das lag Ihnen nicht in der Wiege, oder?
Also Thun ist eine mittelalterliche Kleinstadt am wunderschönen Thunersee, am Fuße der Berge, also der Riesenberg. Der Dürrenmatt hat immer gesagt, die Berge abtragen, damit man endlich das Meer sieht, ja, abrasieren. Der Dürrenmatt ist gestorben, die 4000er sind immer noch da, also eigener Mönch, Jungfrau wie Bretter vor dem Kopf, hat Dürrenmatt gesagt, der im Nebendorf aufgewachsen ist. Friedrich Dürrenmatt. Meine Mutter war überhaupt nicht kultiviert, konnte nur gerade in die Sekundarschule gehen, wegen dem Machismus der Bauern damals. Deine Frau braucht doch nicht lange zur Schule gehen, aber warmherzig, sehr, sehr klug, temperamentvoll. Mein Vater, das genaue Gegenteil, sehr introvertiert, sehr kultiviert, ein großer Alpinist, also wirklich mit Klettern und so weiter, aber wirklich introvertiert und liebende, also ich habe eine Schwester, die ist leider stockbürgerlich geblieben und lebt immer noch dort, erzieht ihre Kinder. Und sie haben sich sehr geliebt. Und wenn sich die Eltern lieben, geht es ja gut. Das spüren die Kinder und dann geht es ihnen gut. Und da gab es ein Ereignis, das zum Bruch geführt hat. Dass man Schlüsselerlebnisse sieht man ja immer sehr, sehr viel später. Und für das ich mich bis heute schäme. Es gibt leider noch, aber es gab vor allem sehr stark damals die sogenannten Verdingkinder. Das wissen Sie gar nicht, was das ist. Ein Kind, das zum Ding wird. Dass den Eltern entrissen wird, die Kleinbauern, die wirklich sehr, sehr arm sind, die Bergbauern, ja, im Oberland, die mussten ihre Kinder praktisch verkaufen, damit die überleben konnten, zu Großbauern, ja. Und da wurden diese Kinder 4 Uhr morgens Kühe melken, nicht zur Schule gehen, häufig sexuellen Missbrauch, geprügelt, also Verdingkinder. Und da fuhr ich mit meinem glitzernden Velo von der Villa, wo wir wohnten, am Schlossberg, ja, der Schlossmauer entlang, ins Progymnasium, dem Viehmarkt entlang. Jeden Donnerstag war Viehmarkt. Die Großbauern saßen da in den Restaurants und Sauerkraut und Bier und Wurst und so weiter. Und die Kinder, mein Alter, Kinder 13, 14, 12, 13, 14, mit verlöcherten Socken, mit Holzschuhen, frierend im Winter, bleich, unterernährt, mussten die Kühe da hüten. Und die sah ich. Habe meinem Vater verschiedene Male gesagt, also wie kommt denn das, was das sind ja Kinder, warum sind die, warum ist das so und so weiter und so weiter. Hat mir erklärt, wie das funktioniert, die Verdingung der Kinder. Und hat gesagt, Konklusion, da kann man nichts machen. Gott hat das so gewollt. Er war Calvinist, lupenrein Calvinist, die Prädestinationslehre. Gott hat die Welt so gemacht. Und dann hat er immer gesagt, auf Schweizerdeutsch, mach die Sache. Mach deine Sache, da wo Gott dich hingestellt hat. Gutes Zeugnis machen, Lateinisch lehren, Griechisch lehren, studieren und so weiter. Aber mehr kannst du nicht tun. Gott hat das so gewollt. Und wenn sie das einem 13-Jährigen sagen, dann geht er in die Luft. Verstehen Sie? Plötzlich habe ich mein ganzes Leben vor mir gesehen. Wirklich, ich kann es mich erinnern, als wenn gestern gewesen wäre. Wie eine Betonzelle, wie ein Betongefängnis, eine reine Reproduktion. Studieren, dann Notar, Anwalt in Thun, Frauen haben, Kinder zeugen, Sparheft auftun und dann kommt der Tod. Und diese Sicht, diese Weltsicht oder diese Sicht meiner eigenen Zukunft, aber warum haben Vater Sie das so beschumpfen, gesehen? Bin weggelaufen und Schluss, ja. Vielleicht ist die Frage, ich schäme mich heute noch, weil das ein liebender Mensch war, Punkt. Aber die anderen in ihrer Umgebung haben das ja nicht so gesehen. Denen hat man das erzählt und die haben gesagt, ja, das ist so, dann mache ich halt meine Sache. Und das haben wir hier immer so gemacht. Meine Schwester hat ihre Sache. Aber Sie haben es ja nicht so gemacht. Wissen Sie, warum? Wegen dieser Vision des Betongefängnisses, der reinen Reproduktion. Okay. Diese ist ja, wenn Sie schon darüber reden wollen, das ist ein Neolithikum. Ja? Das ist frühe Steinzeit. Ja? Sie sind ja jung, aber das ist frühe Steinzeit. Es gab in Thun auch zum Beispiel die Frau Selwe, die Metallwerke, das ist eine deutsche Industrielle, die Metallwerke Selwe, die gibt es nicht mehr, das haben die Multinationalen schon längst liquidiert. Eine große Metallfabrik an der Aare dort. Und jeden Morgen bei uns, beim Schlossberg, damals noch kamen die auf den Velos, die Arbeiter aus den Außenquartieren, mit einer Metallgamelle, wo die Suppe drin war für den Tag, ja. Verschwanden im Fabriktor, ziemlich ärmlich angezogen, müde und so weiter, unterworfen, schon bevor sie ins Fabriktor einzogen. Und am Abend kam die Frau Selwe im schwarzen Packard mit Chauffeur aus dem Fabriktor.
in ihr Schloss da in der Schadau. Da habe ich gemerkt, etwas stimmt nicht. Verstehen Sie? Etwas stimmt. Ich habe ja keine politische Bildung gehabt, überhaupt nichts. Keine mentale Instrumentalität, analytische Instrumente, um diese Situation der repressiven, ausbeuterischen, bürgerlichen Gesellschaft, die da in absoluter Normalität sich reproduziert jeden Tag, zu verstehen, konzeptuell irgendwie. Aber in mir etwas hat gesagt, da stimmt etwas nicht. Warum der Arbeiter, warum mein Vater, warum das Verdingkind, warum ich und so weiter. Und wir haben ein entfremdetes Bewusstsein. Jeder Mensch hat konsubstanziell das Solidaritätsbewusstsein. Jeder. Das sagt Feuerbach, ja, großartig. Wenn ich in der Mongolei, nicht weiß mich ist oder irgendeiner, ein verhungerndes Kind, das in der letzten der sieben Phasen der Agonie des Hungers liegt, sieht, dann bin ich aufgewühlt, kann 12 Stunden nicht, 24 Stunden nicht mehr schlafen und so weiter. Nicht, weil ich ein moralischer Mensch bin, sondern weil in mir ich mich in dem erkenne und was uns ist, kann ich ja Ihnen sagen, nach 8 Jahren Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung der UNO, was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Nur der Zufall der Geburt. Und also, haben Sie, ist Ihre Triebkraft ein schlechtes Gewissen? Sartre sagt, ein schlechtes Gewissen ist ein lebendiger Feind. Und das stimmt. Der haut in mir herum häufig. Aber ich will etwas Nobleres sagen. Der Immanuel Kant sagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Das begründet dieses Solidaritätsbewusstsein. Und was mich antreibt, alles kann mich antreiben. Ich sag, wir reden ja jetzt ziemlich offen, sonst hat es ja keinen Sinn. Ja. Nein, ich meine, da muss ich mich immer kontrollieren. Nein, wir reden offen. Ich sage mir immer, warum kämpfen? Ich bin kein moralischer Mensch, überhaupt nicht. Also diese kannibalische Weltordnung, wo ganz schmale Finanzoligarchien 52 des Finanzkapitals, des globalisierten Finanzkapitals, 52,8% des Weltbruttosozialprodukts, also auf der Welt in einem Jahr produzierten Reichtümer, Waren, Güter, Dienstleistungen, Patente und so weiter kontrollieren. Also diese Weltdiktatur, diese Monopolisierung unglaublicher Reichtümer, finanzielle Reichtümer, ideologische Macht, politische Macht, militärische Macht, durch einige wenige, die Weltdiktatur des Finanzkapitals, die 500 größten Konzerne, ich sage es noch einmal, haben letztes Jahr nach Weltbank 52,8% des Bruttoweltprodukts kontrolliert. Und im Süden der südlichen Hemisphäre, wo über 3/4 der 7,8 Milliarden Menschen, die wir sind auf diesem Planeten, leben, häufig nicht wie Menschen, stirbt alle 5 Sekunden ein Kind. Mehr als 1 Milliarde Menschen sind permanent schwerstens unterernährt. Und ich kann ein anderes Beispiel nehmen. Sie wissen, dass die Menschheit pro Jahr etwa 1% ihrer Substanz verliert. Also etwas mehr als 70 Millionen Menschen verlassen den Planeten, alle Todesursachen zusammen, pro Jahr. Letztes Jahr, nach Weltbank, sind von allen Todesfällen 14,8 Millionen am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen, den Hungerkrankheiten und so weiter, gestorben. Also auf dieser Welt, die von Reichtum überquillt, wirklich überquillt, das war nicht immer so, aber zu Beginn des Jahrtausends ist der objektive Mangel verschwunden, überquillt, ist der Tod durch Hunger oder seine unmittelbaren Folgen immer noch die weitaus größte Todesursache. Das ist eine total absurde Situation. Und die ist eine Beleidigung für die Intelligenz. Das kann ich nicht akzeptieren, das kann kein Mensch akzeptieren. Was dazu noch kommt und Triebfeder ist des Kampfes, das kann alles Mögliche sein, da haben Sie absolut recht. Es kann dieses schlechte, schleichende, protestantische Gewissen sein, ora et labora bis heute. Wenn ich nicht gearbeitet habe, fühle ich mich nicht gut an einem Tag, ist ja blöd. Sollte doch imstande sein, dem See nachzugehen, Rotwein zu trinken und nicht. Dann, kann ich nicht. Dann sind Sie schon immer noch Protestant geblieben, in Wahrheit. Na, Sie sind ja konvertiert. Nein, ich will niemanden beleidigen hier. Ich will niemanden beleidigen. Es kann auch Eitelkeit sein. Doch. Es ist doch schön, ein gutes Buch, also ein ist gut, nämlich das Buch, vorzustellen, von Herrn Augstein interviewt zu werden, in einem prestigereichen Festival zu sein. Das kann auch Eitelkeit sein, die auch mich
aus dem Bett jagt am Morgen und durch Deutschland. Die Triebfeder kann auch Eitelkeit sein. Verstehen Sie, es ist kompliziert, aber nicht so interessant. Ja. Okay, Sie haben es ja eben gesagt, ora et labora, ja, beten und arbeiten. Und Sie, ein Wahlspruch von Ihnen geradezu, wenn man Sie ein bisschen verfolgt, ein bisschen liest, was Sie geschrieben haben, ist, ein Mensch ist, was er tut. Das sagt Sartre. Auch Sartre. L'homme est ce qu'il fait. Das ist mal Sartre. L'homme est ce qu'il fait. Wenn Sie jetzt mal so, wie soll ich sagen, Zwischenbilanz ziehen und mal so zurückgucken auf Ihr Leben, war das ein nützliches Leben? Also es gibt zuerst ein Sprichwort der Wolof-Bauern im Senegal, die sagen, man kennt die Früchte nicht der Bäume, die man pflanzt. Man soll auch nicht danach fragen. Ich habe jahrelang die Einführung in die Soziologie, die große Vorlesung an der Universität Genf gemacht und dann an Paris Sorbonne auch. Da sitzen hunderte junger Menschen oder weniger junger Menschen, die hören zu. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da herausgekommen bin nach den 2 Stunden am Montagmorgen, was hat das genutzt? Ist da etwas, ein kleiner Funke, übergesprungen ins andere Bewusstsein? Und die Schweizer sind ja nicht so emotiv. Saßen da, notierten und dachten schon ans Examen, was sie da imitativ und so weiter. Und dann habe ich aufgehört, danach zu fragen, was nützt. Aber jetzt habe ich die Antwort. Die kommt von Bertolt Brecht. Und die ist verbrieft. Also das hat sich so zugetragen. Der Bertolt Brecht in Berlin wohnte ja an der Dorotheenstraße. Und er läuft da mit einem Freund die Dorotheenstraße entlang. Und der Freund sagt zum Brecht, also Exil in Dänemark, in Finnland, in Moskau, Elend, Armut, Angst vor den Nazis und so weiter, vor der Zerstörung, all die Riesenarbeit mit den Gedichten, mit den Stücken, was hat das genützt? Hat das genützt? Und der Brecht schweigt lange, denkt nach und sagt, ohne uns hätten sie es leichter gehabt. Ohne uns hätten sie es leichter gehabt. Mehr kann man nicht sagen. Sie schreiben in diesem Buch einen Satz, der heißt, um den Sinn des Lebens zu entdecken, genügt es nicht, das Leben zu lieben. Wir stoßen nicht auf den Sinn, wie wir beim Gehen an einen Stein stoßen. Das war ein Satz, der mich sehr berührt hat, den fand ich sehr schön. Können Sie mir den erklären? Ja, das stimmt schon, ja. Der Sinn wird erschaffen. Ich glaube an die Menschwerdung des Menschen. Ich glaube an den Sinn der Geschichte. Jean Jaurès, der große französische Philosoph und Gründer des Sozialistischen Partei Frankreichs, im August 1914 ermordet, weil vielleicht wäre der Weltkrieg nicht gekommen, wenn er gelebt hätte, wenn die französischen Arbeiter nicht in den Krieg gezogen, aber der wurde ermordet am Vorabend. Jaurès hat gesagt, La route borde de cadavres, elle mène à la justice. Der Weg ist gesäumt von Leichen, aber er führt zur Gerechtigkeit. Es gibt ja 2 Geschichten. Es gibt die effektiv gelebte Gerechtigkeit und die ist heute regressiv. Wenn Sie schauen, was in Syrien, im Nordirak, in Afghanistan, in der Sahelzone, im Sudan und so weiter, in der Zentralafrikanischen Republik passiert mit diesen total, oder in Gaza, mit diesen total verrückten Dschihadisten und israelischen Generälen, was da an Elend und Zerstörung von Menschen passiert seit ein paar Jahren jetzt, dann ist es evident, dass die Gerechtigkeit, auch die sogenannte Völkergemeinschaft, der Ruin der UNO und so weiter, diese erlebte Gerechtigkeit ist regressiv. Aber Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, es gibt eine andere Geschichte, die auch in uns ist, deren Subjekt wir auch sind, das ist die Geschichte eben des Bewusstseins. Die einforderbare Gerechtigkeit, so wie sie als Utopie, als konkrete Utopie in uns lebt und Gerechtigkeit einfordert, die steigt. Die Wasserlinie steigt. Ich könnte Ihnen viele, viele Beispiele sagen, vom Augustin, der Bischof von Mailand, 4. Jahrhundert, da kommt der Nikodemus zu ihm, ein Intellektueller, ein globalistischer Intellektueller, und sagt dem, ich habe jetzt hier zugehört, deine Predigten und das Evangelium, großartig, Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter, aber schau doch einmal zum Fenster heraus, das Latifundium, diese Sklaven werden geschlagen, wie die Tiere ausgebeutet und so weiter, wie erklärst du das? Und der Augustin, immerhin nicht ein Trottel, aber sagt, du hast schon recht, das ist unannehmbar, aber
wenn es die Sklaverei nicht gäbe, würden wir alle am Hunger sterben, weil das Latifundium zusammenbrechen würde. Das war ja noch nicht Italien, aber also würde ja die ganze Landwirtschaftsproduktion zusammenbrechen. Es ist ein Übel, das nicht vermeidbar ist. Heute wagt das, könnte, dürfte das überhaupt gar niemand mehr sagen. Verstehen Sie? Oder ich habe es ja erlebt, ich war ernannt zum ersten UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. In der ganzen Diskussion über Hunger und Zerstörung und so weiter, die ja über Generationen und Generationen vorging, gab es eine dominierende Theorie eines aus dem 18. Jahrhundert stammenden Pastors in England, die Malthus-Theorie. Und der sagt, der Malthus, und das war eine total dominierende Theorie in Europa, Hunger, Elend, das ist zwar fürchterlich, das ist nicht gut, sollte eigentlich nicht sein, aber es ist ein von Gott geschaffenes, notwendiges Korrektiv gegen die Überbevölkerung. Wenn nicht so und so viel, 100.000 Millionen Menschen durch Hunger oder extremes Elend eliminiert würden jedes Jahr, dann könnten bald niemand mehr atmen, trinken, Nahrung finden. Ich habe die fürchterlichsten Figuren erlebt, also diese verschiedenen Bush-Botschaften, die amerikanischen Botschaften aus der Bush-Zeit. Grauenhafte Figuren, so Multimillionäre aus Arizona, die da und so weiter. Stockreaktionär. Aber keiner von denen, überhaupt, ich habe das nie gehört, im Menschenrechtsrat, jetzt 14 Jahre lang, dass jemand die Malthus-Theorie zu zitieren sich gewagt hätte. Meine Gegenthese wäre, dass Ihre Multimillionäre aus Arizona das immer noch genauso denken, aber Sie wissen, dass Sie es heute nicht mehr sagen dürfen. Im Effekt ändert es aber nichts. Nein, jetzt kommen wir, also erste Aussage von Ihnen, die kann nicht falsch sein. Es kann sein, dass diese Bushmänner, da, also der Cheney und so weiter, dass die immer noch dieselbe menschenverachtende, rassistische... Bleiben wir doch kurz mal bei dem Fortschritt. Sagen Sie doch mal, was ist denn mit dem Fortschritt? Gibt es den Fortschritt, einen moralischen Fortschritt, hinter den wir nicht mehr zurückkommen? Gibt es den wirklich? Doch, der Bewusstseinsstand, das ist ja immerhin etwas, das zugerechnete Bewusstsein, also ich rede jetzt wie die Frankfurter Schule, das zugerechnete Bewusstsein, das steigt. Was wir als gerecht einfordern, was in konkreter Utopie in uns lebt, das steigt. Das macht Fortschritte und drückt sich aus eben in der neuen planetarischen Zivilgesellschaft. Die ist die große Hoffnung heute, nicht der Nationalstaat, der verliert seine Souveränitätsrechte wie ein Schneemann im Frühling. Sogar die Frau Merkel ist ja überdeterminiert. Ich meine, es geht um alles. Deutschland ist die dritte Wirtschaftsmacht der Welt, aber auch die gehorcht den Diktaten des globalisierten Finanzkapitals. Aber Sie haben eben einen aber jetzt kommt, ich will etwas sagen. Entschuldigung, ich will Sie nicht, unhöflich. Darf ich Sie kurz unterbrechen und sagen, es gibt ein neues historisches Subjekt, das ist die neue planetarische Zivilgesellschaft. Erzählen Sie uns von den Erfolgen der neuen planetarischen Zivilgesellschaft, die Sie in Ihrem Buch, wir reden über die gleiche Sache, die Bruderschaft der Nacht nennen. Ja, das stimmt, ja. Toller Ausdruck. Ja, von mir. Super. Nicht von Sartre, sondern von Ziegler. Einen luziden Moment gehabt, ja. Bruderschaft der Nacht, finde ich schön. Wer ist das und welche Erfolge haben die denn? Also, die neue planetarische Zivilgesellschaft ist gemacht aus ganz verschiedenen sektoriellen Widerstandsfronten gegen die kannibalische Weltordnung, die wir da definiert haben. Das sind soziale Bewegungen, die mysteriös aufgetreten sind. Also Karl Marx hat an Wedemeyer geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Das Gras also. Und das wächst eben überall. Ich könnte Ihnen Beispiel die Attac-Bewegung gegen das spekulative Finanzkapital wurde in der Technischen Universität in Berlin gegründet, ja, vor 14 Jahren. Ist eine Macht heute. Die Greenpeace-Bewegung ist eine Macht heute. Die Frauenbewegung gegen die Frauendiskriminierung, die Lohnausbeutung und so weiter, ist eine Macht, die Via Campesina, die kenne ich besonders, es sind 142 Millionen Pächter, Kleinbauern, Taglöhner,
von Honduras bis Indonesien. Und die kämpfen gegen den Landraub durch die Konzerne in Afrika, in Südasien und so weiter. Die finden sich zusammen einmal im Jahr, gehen wieder auseinander im Weltsozialforum. Die gehorchen keiner Parteilinie, keinem Zentralkomitee, sondern eben nur dem moralischen Imperativ, der in jedem von uns ist. Ich sage noch einmal, Immanuel Kant, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Und aber das ist der Motor, und die sind jetzt heute daran, diese Welt zu verändern. Trotzdem, wie Sie das sehen und sagen, nimmt aber de facto die Ungleichheit, die Ungleichverteilung von Gütern und Ressourcen, von Vermögen, von Reichtum zu und nicht ab. Und zwar weltweit und in Deutschland auch. Da haben Sie recht, der berühmte Oxfam-Bericht vom 16. Dezember 2014, das haben Sie sicher gelesen, also in jedenfalls in der Zeit gelesen. 1% der Weltbevölkerung besitzt ebenso viel Güter, Vermögenswerte, wie 99% der Weltbevölkerung. Das ist eine unglaubliche Monopolisierung. Daran kann offenbar dass die Ungleichheit, das Ihre stimmt, Zivilgesellschaft was Sie nichts ändern. Ihre Zivilgesellschaft, die Sie so loben, über die Sie sich freuen, kann daran offenbar gar nichts ändern. Die ist dann vollkommen machtlos. Nein, jetzt, wir sind ja nicht Idealisten, wir sind Materialisten. Es geht um konkrete Analyse der vorhandenen Kräfte. Sicher, wir sind in der Situation, wir wissen, also kollektiv, in der Situation, wir wissen, was wir nicht wollen. In diesem Saal will keiner eine Weltordnung legitimieren und gut finden, wo alle 5 Sekunden ein Kind am Hunger stirbt. Das wird ermordet, weil es bei der vorhandenen Situation der Güter problemlos gerettet werden könnte. Das will keiner. Wir wissen, was wir nicht wollen. Wir wissen auch, was der Horizont der Geschichte ist. Das weiß jeder in sich genau. Er wurde formuliert von den Völkern der Welt im Ausgang des fürchterlichen Zweiten Weltkrieges, ist jetzt der Artikel 1, der 30 Artikel der Universellen Deklaration der Menschenrechte, die jeder neu eintretende Staat unterschreiben muss, die Charta und die Menschenrechte. Und der Artikel 1 heißt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Der Artikel 3, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit seiner Person. Dahin wollen wir, das weiß auch jeder. Das ist die konkrete Utopie, die uns... Aber wie, da können wir jetzt darüber reden. Aber ich glaube, wie ich kommen Sie, wir dahin? Ich habe Sie jetzt eben, glaube ich, besser verstanden als jemals zuvor, weil ich glaube, Sie funktionieren so... Sie haben halt diesen Optimismus, der in Ihnen erzeugt wird, wie in so einem Kernkraftwerk Energie sozusagen. Und Sie lassen sich einfach nicht abhalten von den Entwicklungen in der Realität. Das ist natürlich eine ganz große Kraft, die Sie haben. Nein, ich glaube, ich meine das als tiefes Kompliment, weil Sie sehen sozusagen, dass die Ungleichheit zunimmt, aber Sie gucken sozusagen nicht dahin, sondern Sie gucken auf die positiven Entwicklungen, die es gibt, die es ja tatsächlich gibt. Es gibt ja Occupy, es gibt Attac, es gibt eine Form von so globalem Bewusstsein, manchmal auch, was Konsumenten dazu bringt, Firmen zu bestrafen, wenn sie Kinderarbeitsprodukte verkaufen. Das gibt es ja tatsächlich alles. Es gibt diese Moral. Gerade in Deutschland. Ja. Und trotzdem gibt es aber diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit in der Welt. Ja. Aber Sie gucken halt stärker auf die eine Seite als auf die andere. Das ist wahrscheinlich ein, das gibt Ihnen Nein, Kraft. Es ist ein Kampf, der im Gang ist. Ja, ja. Der Immanuel Kant, als der Feudalismus in sich zusammenbrach, hat gesagt, wir stehen an der Abbruchkante der Zeit. 250 Jahre später stehen wir wieder an einer Abbruchkante. Wenn nämlich der raubtierkapitalistische Dschungel, wenn der gewinnt, Willkürherrschaft, unglaubliche Monopolisierung der Vermögenswerte und Güter, Massensterben, diese Weltordnung kann man ja gar nicht sagen, dieser Dschungel. Letztes Jahr, UNICEF in Spanien, letztes Jahr sind 11,8% der Kinder unter 10 Jahren schwerst permanent unterernährt gewesen. Keine Schülerspeisung, die Regierung Rajoy hat die Schülerspeisung gestrichen, hat die Familienzulagen gestrichen und so weiter. Der Dschungel, der bis jetzt die dritte Welt, die ärmsten Länder verwüstet hat, schreitet auf Europa zu. 32,5 Millionen
sogenannte Sockel, das ist von Frau Werkel, Sockelarbeitslosigkeit. Es gibt die temporären Arbeitslosen, dann gibt es die Langzeitarbeitslosen, also 22 Monate mehr. Und dann gibt es jetzt die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit. Das sind über 30 Millionen. Und die Sockelarbeitslosigkeit, das sind Millionen Menschen, die nie mehr eine Arbeit finden werden. Und schlimmer noch, eine Großzahl von jungen Menschen, die nie im Leben arbeiten werden, in Würde bezahlt und so weiter. Und das ist, wenn diese Welt gewinnt, das kann sein, dann ist die Demokratie kaputt, dann ist die Aufklärung am Ende, dann wird es auch uns nicht geben, außer im Museum wahrscheinlich. Verstehen Sie, was ich meine? Wir sind in der paroxystischen Phase des Endkampfes. In der was? In der parodistischen? Nein, Paroxysten. Also, Sie haben nicht Marx gelesen oder alles vergessen. Alles vergessen. Also, nicht den ganzen, also... Ich war kürzlich in Israel und habe in einem der Gefängnisse, wo die Palästinenser da eingelocht werden, in Nordisrael, war der Gefängnisdirektor ein ganz kluger Mann, der hat Soziologie gemacht, das zeigt ja, dass er klug ist, ein junger Israeli, und nach der ganzen Zeremoniell von der UNO-Mission und Protokoll und Besuch und so weiter, sind wir zusammen die wunderschöne Landschaft gelaufen. Und da war dieser Berg. Und da ist Armageddon. In der Bibel ist ja ein Ort, wo das Böse und das Gute die letzte Schlacht austragen. Armageddon. Und wir sind am Vorabend von Armageddon. Von der Endschlacht. Zwischen, was uns aus Aufklärung, republikanischen Werten, sozialer Gerechtigkeit, Menschenrechten bleibt und was uns bedroht als zivilisierte Menschen. Wir sind in der letzten Phase. Ganz viel. Alles kann falsch gehen. Den Neoliberalismus, auch wenn er dann mal nicht so heißt, aber darum geht es ja im Prinzip. Warum hat die Linke es nicht geschafft, in den letzten 25, 30 Jahren etwas dagegen zu setzen? Eine ähnlich starke Erzählung, eine ähnlich überzeugende Ideologie oder Theorie. Ja. Warum hat das nicht hingehauen? Die neoliberale Wahnidee, die Legitimationsideologie der weltbeherrschenden Diktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, ist die Legitimationstheorie, die sagt, wirtschaftliches Geschehen, auch politisches Geschehen, gehorcht Naturgesetzen. Der Mensch als Subjekt seiner Geschichte, das kann man vergessen, Naturgesetze. Es gibt eine unsichtbare Hand. Der Weltmarkt, der verteilt die Güter und so weiter und so weiter. Der James Wolfenson, der Multimilliardär australische, auch ein sehr guter Pianist, der war der vorvorgehende Präsident der Weltbank, der hat immer gesagt, der Horizont der Geschichte ist stateless global governance. Staatenlose globale Verwaltung der Welt. Also die autonome Selbstregulierung des Marktes, ohne Gewerkschaften, Staaten und so weiter. Aber der Internationalismus ist ja ein sozialistisches Ideal, das ist eigentlich was Schönes. Die Abschaffung aller Grenzen. Ja. Alle Menschen werden Brüder. Schwestern auch, muss man. Sonst haben sie Probleme. Wenn Schwestern und auch die anderen dazwischen, die auch noch. Das ist die neoliberale Ideologie, die hat unser Bewusstsein entfremdet, das ist ein langes Kapitel über die Entfremdung, also unser Solidaritätsbewusstsein. Ja, aber die Linken, warum haben die es nicht geschafft, was dagegen zu setzen? Die ist ja verschüttet. Die haben ihre Kommunikationsfritzen, die haben unglaubliche Mittel, um uns selbst fremd zu machen. Und wir sind ja Fremde für uns geworden. Und die Konsequenz davon ist, dass viele von uns an ihre eigene Ohnmacht glauben. Wir sind in Deutschland, da komme ich vielleicht noch drauf, aber ich mache mein Argument fertig. Deutschland ist die lebendigste Demokratie des Kontinents, die dritte Wirtschaftsmacht der Welt. Da gibt es keine Ohnmacht. Das Grundgesetz gibt uns für jeden den mörderischen Mechanismus, die Welt verwüsten, die Waffen in die Hand, die demokratischen Waffen in die Hand, Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel und so weiter, um die zu brechen. Jetzt, warum ist die Linke, ich war ja lange Zeit in der Sozialistischen Internationale,
Der ganz großartige Willy Brandt hat uns wirklich den François Hollande und mich und den Jolly und so weiter, die Jungen, damals vor 200 Jahren, sehr beeindruckt. Er hat uns immer gesagt, seid geduldig, von Wahl zu Wahl steigt das Bewusstsein, die Menschen treten dann aus, graduell aus ihrer Entfremdung. Jetzt ist die SPD bei 24% oder 25%. Ja, und, ja, also, und da bleibt sie auch. Das hat offenbar nicht hingehauen. Nein, ich sage, das glaube ich auch nicht mehr. Aber damals habe ich es noch geglaubt. Heute glaube ich wirklich an das neue historische Subjekt, die revolutionäre Kraft des Zivilgesetzes. Das haben wir ja schon gesagt. Aber das war die Perspektive von Willy Brandt und hat ja auch, weiß Gott, Spanienkämpfer in norwegischen Uniform gegen die deutsche Besatzung gekämpft. In Norwegen, also der Mann verdient wirklich totalen Respekt. Über was reden wir jetzt? Die Linken. Es stimmt, also die Sowjetunion ist zusammengebrochen im August 1991. Das war eine gute Sache. Da ist die Bipolarität weggefallen der Weltgesellschaft. Bis 1991 lebte ein Mensch unter einem sogenannten kommunistischen System. Und die kapitalistische Produktionsweise mit der neoliberalen Legitimationstheorie war regional beschränkt. In der sogenannten freien Welt. Die hat nach 1991 die Welt erobert, wie ein Buschfeuer, eine einheitliche Regulationsinstanz geschaffen, eben die unsichtbare Hand des Weltmarktes, diese neoliberale Ideologie in den Köpfen, die Ketten gelegt, in allen Köpfen der Menschen, mit unglaublicher Effizienz, viel Geld. Im Buch gibt es ein Kapitel über die Entfremdung. Nein, ich sag's doch schnell. Das ist gut. Fremdung in der Schweiz. Die Schweiz ist eine uralte, echte Demokratie, eine direkte Demokratie. Jetzt hier habe ich in einem Kapitel auf die letzten 4 Jahre die Volksabstimmungen analysiert. Es wurde frei, geheim in den Urnen abgestimmt. Wahlbetrug ist relativ selten in der Schweiz. Das Schweizer Volk hat gegen den Mindestlohn geredet, hat gegen Schaffung einer eidgenössischen Krankenkasse, das heißt Verbilligung von 30% der Krankenkassenbeiträge gestimmt, hat gegen die 4. Ferienwoche gestimmt, hat gegen die Beschränkung der Plafonierung der Manager gestimmt, also Löhne gestimmt, die ja unglaublich sind in der Schweiz. Die Initiative war 1,12, also der bestbezahlte Mensch im Unternehmen kann nicht mehr als 12-mal den tiefsten Lohn verdienen und so weiter. Und am 9. Februar letztes Jahres in einem Anflug von Pathologie, von pathologischem Fremdhass, wurde die Personenfreizügigkeit gekündigt. Also, ein kultiviertes, alphabetisiertes Vielvölkervolk, kulturell mit uralter Tradition, stimmt permanent gegen seine eigenen Interessen. Warum? Ja, warum? Weil die Entfremdung so unglaublich stark ist. Weil die Idee der eigenen Ohnmacht. Aber dann verstehe ich nicht. Dann verstehe ich nicht. Immer zu sagen, Deutschland ist die lebendigste Demokratie. Das ist es auch, ja. Und sie können hier bei den Wahlen und so weiter. Ja. Und die Leute machen es aber nicht bei den Wahlen. Sie könnten, aber sie tun es nicht. Die Leute stimmen freiwillig gegen ihre eigenen Interessen. Deutschland, Sie beschäftigen sich ja immer viel mit der ganzen Welt. Das ist mir zu groß. Da fühle ich mich irgendwie, da gehe ich verloren. Mir reicht es sozusagen, mich schon mit diesem Land zu beschäftigen. Da komme ich ja schon nicht zurecht. Hier nimmt die Ungleichheit total zu. Ich meine, ich habe es doch hier extra nochmal aufgeschrieben. Warte mal, nur um es Ihnen nochmal zu sagen, in Nordrhein-Westfalen wächst 20% der Kinder. 20% der Kinder. Jedes 5. Kind wächst in Nordrhein-Westfalen in Armut auf. Das ist das drittreichste Land der Welt. Das ist ihre lebendige Demokratie. Das ist das größte Bundesland. 20% der Kinder wachsen in Armut auf. Punkt. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, der Zorn, Victor Hugo, ich mal mit Victor Hugo, der Zorn facht den Aufruhr an, wie der Wind das Feuer. Kein Zorn in Deutschland, nirgendwo. In der Zeit können Sie immer lesen, wie gut es uns geht. Wir sind alle glücklich, ist alles toll. Aber in Nordrhein-Westfalen wächst jedes 5. Kind in Armut auf. Irgendwas haut doch dann nicht hin, da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ja, wir sind am Anfang dieses Kampfes. Verstehen Sie, ja doch. Ich würde sagen, Sie werden sehen, jetzt im Juni kommen Sie nach München. Ich? Im Juni findet der Gegengipfel statt, also der G7-Gipfel, die von Frau Merkel beherbergt wird, findet ja irgendwo da auf einer Alp statt in Bayern.
die abgeschlossen ist von der Polizei, da kann niemand hin. Aber dann in der Stadt München findet der Gegengipfel statt. Von allen sozialen Bewegungen, von Pferden, Jungen, Alten, Arbeitern, Gewerkschaften, Frauen, Männern und so weiter. Das organisiert sich jetzt. Ich war, um ein Beispiel zu nehmen, in Heiligendamm. Und in der Kathedrale von Rostock habe ich da auch reden können. Und das war sehr, sehr eindrücklich. Da waren zwischen 40.000 und 50.000 Menschen in dieser Heide, in Zelten und so weiter, jenseits des Stacheldrahtes. Diskussionen von unglaublicher Lebendigkeit. Transklassizistisch, aus allen Generationen, aus allen Denkfamilien. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich glaube, der Münchner Gegengipfel wird noch eindrücklich sein. Noch mehr Mobilisation. Noch mehr radikale Verweigerung dieses Ohnmachtdenkens. Aber, ja, ich finde sie toll. Ich finde sie toll, weil Sie sind wirklich ein Optimist, das finde ich toll. Nein, ich bin kein Optimist. Doch, natürlich sind Sie das. Ich bin ein ganz banaler Soziologe, der versucht, die Welt, die Kräfteverhältnisse und so weiter zu analysieren. Gut, ich bin Materialist. Ich bin nur ein doofer Journalist und muss immer darüber schreiben, was täglich hier passiert. Wir haben die AfD, die Alternative für Deutschland. Ja, Herr Lucke, das ist dieser freundlich lächelnde Mensch mit den schlimmen Überzeugungen, die er aber hinter seinem freundlichen Lächeln verbirgt. Die AfD wächst. Ja, neue Partei, Rechtspopulismus jetzt in Deutschland angekommen. Wir haben Pegida, das sind irgendwelche Vollidioten, die gegen die Islamisierung, ein vollkommen eingebildetes Problem, demonstrieren. Das sind die Auswüchse des Zorns. Ich glaube nicht, dass die was gegen den Islam haben. In Wahrheit haben die ein Problem mit den sozialen Verhältnissen. Das ist nur missgeleitet. Das ist sozusagen das, was passiert, wenn in Deutschland der Zorn aufkommt. Dann wird es ein rechter Zorn. Es wird kein revolutionärer Zorn. Was machen wir dann? Was sollen wir dann machen? Wie gehen wir mit diesen Leuten um? Was machen wir? Wie lenken wir den Zorn dieser Leute in ein gutes Ziel um? Was Sie sagen, ist sicher berechtigt. Es kann alles falsch laufen. Es gibt keinen Grund. Die schlimmsten Sachen können passieren. In dieser letzten Endphase des Kampfes gegen die globalisierte Finanzoligarchie. Die sandinistischen Revolutionäre aus Nicaragua haben den Ausdruck gesagt, la última trinchera, der letzte Schützengraben, der verteidigt werden muss. Wir sind da in der ultima trinchera, im letzten Schützengraben, um die Aufklärung, die Werte der Demokratie, der Republik zu verteidigen. Ob wir den halten können, diese letzte Front, und dann zur Gegenoffensive gehen können, das weiß heute niemand. Es gibt Antonio Machado, darf ich den zitieren, republikanische Dichter, September 39, Barcelona brennt, Franco hat gewonnen, der Faschismus tötet, exekutiert und so weiter. Und die letzten Überlebenden der Verteidiger von Barcelona laufen über den Pertuis, also auf den Pass Pyrenäen, ins ganz unsichere französische Exil. Und in der Gruppe läuft Machado und pfeift fröhlich vor sich hin. Und ein Gefährte sagt also, Antonio, wie kommt das? Die Stadt brennt, deine Familie wahrscheinlich ist verschollen, die so und so viele unserer Mitkämpfer umgebracht und so weiter. Wir haben total verloren. Und der Machado sagt, Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, son tus huellas, ich kenne das ja. Wanderer, es gibt keinen Weg, den Weg bahnst du im Gehen. Schritt um Schritt, Gedanken um Gedanken. Wanderer, deine Spuren sind dieser Weg und nichts anderes mehr. Wanderer, es gibt keinen Weg, den Weg bahnst du im Gehen. Und das stimmt, die ganze Geschichte lehrt uns das. Wenn ich ein Beispiel nehmen darf, ganz schnell, die Französische Revolution, die Welt umgestaltet hat. Das deutsche Grundgesetz ist eine Kopie der Verfassung der ersten, mit den Menschen des Katalogs und so weiter, der ersten Französischen Republik, also vor 250 Jahren. 14. Juli 1789. Was ist da passiert? In der ganzen zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ganz Frankreich, in Bretagne, Provence und so weiter, brannten die Schlösser, Bauernaufstände, Hungerrevolten und so weiter. Und am Morgen des 14. Juli schauen sich in einem Arbeiterquartier, also die Arbeiter um, die Handwerker um, sagen, also da im Nachbarhaus
ist die Frau mit den Kindern sind bleich, die haben Hunger, weil ihr Vater eingelocht ist im Politgefängnis des Königs, in der Bastille. Und die müssen wir befreien. Aber glauben Sie an Revolution, auch heute noch? Sie glauben an die Kraft der Revolution, auch heute? An den Aufstand des Gewissens. Das Buch, das ist nämlich schön, dass wir jetzt sozusagen zum Ende hin darauf kommen. Das Buch heißt ja auf Deutsch Ändere die Welt, warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen. Auf Französisch heißt es, Sie sagen das lieber, wie Ihr Französisch besser ist als meins, bitte. Retournez les fusils, choisir son camp. Und das übersetzen Sie bitte auch nochmal, weil ich habe es nämlich nicht verstanden. Retournez les fusils, das bedeutet... Das heißt, dreht die Gewehre um, Ausrufungszeichen. Das ist ein historischer Ausspruch von 1915, also von genau 100 Jahren. Schwierig. Gewehre ist nicht gut in Deutschland. Nein. Aber die Gewehre sind ja jetzt im Buch, auch in französischen Ausgaben, nicht gemeint Gewehre, sondern die Waffen der Demokratie. Sich bücken, die aufnehmen und dann gehen die Unterdrücker. Die Waffen der Demokratie. Und choisir son camp, das ist wesentlich. Darf ich zum Schluss... Ich war lange Zeit, ich habe es ja schon gesagt, im Büro, also im Exekutivkomitee, das heißt das heute, der Sozialisten Internationale. Und der große Willy Brandt hat uns Jungen damals immer gesagt, wenn immer ihr auch öffentlich redet, analytisch muss alles stimmen, stichfest, analytisch. Aber am Schluss muss Hoffnung sein. Wenn jemand ohne Hoffnung aus dem Saal geht, dann hättet ihr zu Hause bleiben sollen. Also, jetzt. Und diese Hoffnung, die ich belegen könnte, wenn mich Herr Augstein reden ließe, dann, die ist zusammengefasst in den zwei letzten Versen des Canto General, also der Pablo Neruda, den kennen Sie ja, den großen chilenischen Dichter, Freund von Allende, wurde vergiftet in der Isla Negra 3 Wochen nach dem Tod von Allende, nach dem Mord an Allende, also im September 1973. Und Pablo Neruda schreibt am Ende des Canto General dieses unglaublichen epischen Gedichtes über die Geschichte der Völker Lateinamerikas: Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. So ist das. Danke. Er liest Ihnen noch ein Gedicht vor. Ne? Ich lese noch ein Gedicht vor. Mercedes de Sosa, die große, große argentinische Sängerin. Zuerst auf Spanisch und dann auf Deutsch. Solo le pide a Dios que el dolor ne me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentra vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Nur eines erbitte ich von Gott, dass der Schmerz mich nicht gleichgültig lasse und dass der bleiche Tod mich nicht allein und leer finde, ohne dass ich getan habe, was notwendig war auf dieser Erde. Das ist in einer Scala-Sondersendung stellte der Soziologe George Ziegler im Gespräch mit Jakob Augstein sein neues Buch Ändere die Welt vor. Sie hörten Ausschnitte einer Veranstaltung der Lit Cologne 2015. Bearbeitung für diese Sendung Renate Naber. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.